herzlich willkommen zum 5. und letzten digitalen Varieté-Abend. Nun gehen wir alle bereits wieder in die Schule, aber wir haben uns gedacht, müssen für dieses Programm noch einen Abschluss finden. Deswegen haben wir heute wieder ein vielseitiges und volles Programm für euch. Wir wollen anfangen mit Jonathan Herz, der auf seinem Akkordeon das Stück Vuelvo al Sur spielt. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, dass ich zu meinem letzten Varieté-Abend noch eine Aufnahme machen durfte und noch einmal teilnehmen durfte. Ich hoffe, das war ein gelungener Abschluss. Das Lied hieß Vuelvo al Sur von Astor Piazzolla. Dankeschön. Einen großen Dank an Jonathan für diesen tollen Beitrag. Als nächstes kommt ein Act von Herrn Herold und seiner Freundin. Und zwar spielen sie das Stück Ja von Silbermond. Viel Spaß! Ich bin verloren in deiner Mitte.
Auch einen großen Dank an Herrn Herold und seine Freundin für den bereits zweiten Act, den sie uns eingeschickt haben. Vielen Dank. Wir machen gleich weiter mit den musikalischen Acts, denn als nächstes haben wir zwei Stücke von dem Cruciana-Ensemble aus der 11. Klasse, dem Reverie-Ensemble. Und zwar singen sie zum einen das Stück Untreue und das Stück Spanische Nächte. Viel Spaß. In einem kühlen Grund geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnet hat. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnet hat. Sie hat mir treu versprochen, gab mir ein Ring dabei. Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein sprang entzwei. Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein sprang entzwei. Ich möchte als Spielmann reisen weit in die Welt hinaus und singen meine Weisen und ging von Haus zu Haus und singen meine Weisen. Ich möchte als Reiter fliegen, wohl in die blutige Schlacht, und stille Feuer liegen im Feld bei dunkler Nacht, und stille Feuer liegen im Feld bei dunkler Nacht. Das Mühlrad gehen, ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte am liebsten sterben, da wär's auf einmal still. Ich möchte am liebsten sterben. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jeder möchte so gern ein Torero sein. Denn ein Torero hat Glück bei den Frauen. Alle schauen auf ihn ganz allein. Torero, ihr seid der Rechte. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jedermann fühlt sich dann Matador. Wie schön
sind die Frauen zu sehen. Und es tönt wie verliebtes Haar, die Gitarren leise klar. Und der Wein schmeckt so gut, geht wie Feuer ins Blut. Doch das kommt nur in Spanien vor, si, 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 señor. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jeder möchte so gern ein Torero sein. Denn ein Torero hat Glück bei den Frauen. Alle schauen auf ihn ganz allein. Ganz allein. Si, si, señor. Si, si, señor. Wer nimmt sein Ohr? Toreador. Toreador, ihr seid der Rechte. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jedermann fühlt sich dann Matador. Matador. Si, 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 señor. Si, señor. Si, 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 si, señor. Man kann das Cruciano-Ensemble aus der 11. Klasse übrigens auch für eigene Events buchen. Als nächstes wollen wir mal eine kleine Pause machen mit den musikalischen Acts, denn uns hat wieder ein Video aus der Kunstfachschaft erreicht zum Thema Recycling von Haushaltsgegenständen. Viel Spaß! Das ist das letzte Video aus der Künstlerkommune von Frau Lützner, die filmt und hinter euch steht. Moment, vielleicht bin ich jetzt drauf. Genau. Und von Frau Röder. Wir haben euch versprochen, noch ein Video zu machen und das machen wir jetzt ganz kurz vor Schluss, ganz schnell, damit wir das heute Abend nicht live machen müssen. No, Moment, ich blende kurz die Katze ein, weil die gehört ja immer dazu. Katze, sag was, so, es kann losgehen. So. Okay, also wir haben uns heute gedacht, wir zeigen euch etwas, was man aus alten T-Shirts macht, weil Corona ist hoffentlich so gut wie vorbei, aber wir sollten uns bewahren, dass man aus alten Dingen etwas tut und vielleicht doch weniger einkaufen geht, als man muss. Das heißt, guckt mal, fertig ist das unser gebräuchlichstes Ergebnis, also ein Beutel aus einem alten T-Shirt. Und man kann das ohne Ende dann auch noch verzieren und bemalen. Die 5.1 und 5.2 wird jetzt ganz doll wiedererkennen, was wir im Unterricht gemacht haben, nach dem Rasenstück von Albrecht Dürer. Und ich zeige euch ja mal ganz kurz ein paar andere Dinge, die wir jetzt in der Corona-Zeit mit Stoff und alten T-Shirts ausprobiert haben. Und dann am Ende, wie man ganz, ganz, ganz einfach in, weiß ich nicht, 10 Minuten so einen Beutel macht. Also, was wir getan haben, Frau Lützner und ich, wir haben T-Shirts in Streifen geschnitten. Wenn man das tut, die Katze sitzt hier auf einem wunderschönen alten Kinderkleid, ihr seht es, wenn man das tut, würde man eigentlich solche Dinger kriegen. Das brauchen wir nicht, wir brauchen ja ein ganz, ganz langes Band. Wenn man sowas machen will, wer von euch häkeln kann, das geht ganz, ganz einfach, braucht man ein langes Band. Das hier ist ein gekauftes Band. Das Bändchen kann, aber auch recycelt. Und das hier, guck mal, das ist aus 3 T-Shirts gemacht. Also man braucht eine ganze Menge. Das ist so ein Netz, da kann man eine ganze Menge reintun. Genau, also das geht ganz, ganz, ganz leicht mit nur Luftmaschen zu häkeln. Damit eine große Häkelnadel. Eine große Häkelnadel braucht man. Schaut mal, hier ist die Katze, geht aus dem Bild. Hier ist die Häkelnadel. Okay, ja. Genau, passt auf. Und ich zeige euch nur ganz kurz, wenn die Katze ihren Hintern wegnimmt, wie man eine ganze Bändchenstrippe rauskriegt. Und zwar, guckt mal, schneidet man mit der Schere immer dünne Streifen vom T-Shirt ab. Die sollten gleichmäßig breit sein und meine sind so, denke ich, 1 cm. Das T-Shirt, seht ihr, oder das alte Kleid, liegt doppelt übereinander. Und damit würde ich kriegen, ich bin jetzt gleich an der entsprechenden Stelle, wenn ich hier weiterschneiden würde, würde ich so einen Ringel abkriegen. Und da wir das nicht wollen, fange ich hier an dieser ersten Stelle an. Guck mal, ich schneide nicht bis ganz durch. Mache mir das hier ab und habe einen Anfang. Wenn man dieses Bändchen zieht, rollt sich das dann so ein und ich habe wirklich einen ganz, ganz coolen Strick daraus. So, und jetzt, guckt mal. Frau Lützner versucht es zu halten, habe ich den Anfang und jetzt muss ich sozusagen bis zu diesem zweiten Strich ein ganz klein wenig schräg schneiden. Pass auf. Tschack. Und wenn ich das gemacht habe, kriege ich diesen Übergang raus. Mhm. Jetzt kann ich zum nächsten gehen. Wenn ich das dann aufwickle, wird es das an sich schon. Guck, jetzt habe ich wieder sowas. Und jetzt gehe ich wieder. Dem zu dem. Jetzt wird es auch gerade, das ist nur beim ersten schräg. Das ist
ziemliche Zauberei, aber sehr, sehr cool. So, guckt, jetzt kriege ich so einen Strick. Und den kann ich jetzt gezogen. Das geht jetzt so schnell. Pass auf. Das ja, können wir gar nicht. Weil wir Frau Lützen, wir haben keinen Zeitraffer. Wir müssen ja, das Frau Lützen muss unsere Kartoffelsalat für ihre Gäste machen. Die dann so, pass auf. Oh Gott. Ja, was, wo, wer? Chaka. So, pass auf. Achtung, die Katze. Aber die Katze ist schon alt. Die will nicht mehr mit Garn spielen, glaube ich. So, guck mal. Und hier könnt ihr das wirklich zu einem ganzen Knäuel aufrollen, wenn ihr immer wieder das sozusagen schräg schneidet. Super. Und damit kriegt ihr cooles Häkelgarn. Hier, Katze. So, okay. Gut. Also das wäre das, wenn ihr sozusagen ganz viel Garn braucht, um irgendwas zu häkeln. Und häkeln geht super einfach. Oder wenn ihr sowas knüpfen wollt, das ist geknüpft, geht auch. Aber wir haben gemerkt, wenn man hier Äpfelchen reintut, zum Beispiel, müssen die Äpfel sehr, sehr groß sein. Deswegen ist es mit dem Häkeln cooler und noch cooler ist es. Aber man lässt diesen Beutel oder man lässt das T-Shirt ganz und verändert den wie folgt. So, Frau Lützen, jetzt kommt der letzte Schritt. Wir haben schon 4 Minuten. Genau. Passt auf. Oh oh. Jetzt habe ich euch hier hingelegt. Guck mal, das ist auch ein altes Kinder-T-Shirt. Und von dem alten Kinder-T-Shirt müsst ihr jetzt, das hatte lange Ärmel. Ja, ich bin war groß, viel größer als Frau Röder. Ja. Willst du auf den Stuhl steigen, Frau Lützen? Nein. Also wir haben, ich habe jetzt hier die Ärmel abgeschnitten. Ja. Ärmel weg. Habe ich gesehen. So. Dann habe ich hier den Latz rausgeschnitten, damit unsere Träger größer werden. Das war also so ein T-Shirt, was bloß so einen Ausschnitt hatte. Habe ich auch weggeschnitten. Schack, ist raus. Und jetzt habe ich sozusagen diese Ärmel als Träger für mein T-Shirt und kann mir das über die Schulter legen. Das hält auch, das geht nicht auf. Hier unten habe ich den Bund abgeschnitten vom T-Shirt, den braucht man nicht. Kann auch. Zeig mal den Bund, das sieht ja komisch aus. Ach, okay. So, kann auch weg. Mhm. Und jetzt habe ich hier angefangen mit der Schere. Und das ist wirklich super, super einfach, ihr Lieben. Und Kinder nehmen auf jeden Fall die Tischdecke weg zu Hause. Jawohl. Machen das nicht wie Frau Röder, sonst schimpft man. Ab Klasse 8 dürft ihr die Tischdecke drunter lassen. Nein, da kann nichts passieren. Nein, pass auf. Und ich habe mir, schaut mal, ich habe mir hier mit weißem Buntstift habe ich mir hier so eine Linie gezogen, damit man genau bis zu dieser Linie ranschneiden kann. Das liegt wieder doppelt, das Ganze. Ne? Und jetzt schneidet ihr hier wieder so wie vorhin auch, wie ich es euch gezeigt habe, so kleine schmale Streifen ab. Tschack, 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 bis ihr am Ende seid. Und dann tut ihr nichts anderes, das habe ich hier vorne schon angefangen, als immer die beiden Streifen, die einander gegenüberliegen, zum Beispiel die hier, miteinander zu verknoten. Mit einem Doppelknoten. Erster Knoten. Zweiter Knoten. Festziehen. Ziehen. Tschack. Aha. Das ist es. Und dann ist es zu. Ich zeige euch nochmal den fertigen Schnitt. Bei dem fertigen seht ihr das. Wenn ihr jetzt hier unten guckt, ich habe da mal eine Jacke von mir reingetan, ist es wirklich so, dass nichts mehr rauskommen kann. Und lässt sich ziemlich cool tragen und hält auch eine Menge ab. So ein Häng das mal um. Wir wollen das mal sehen. Wir glauben das nicht. Aha. Pass auf. Und dann kommt natürlich die Kunstlehrerin schöne Verzierung. Ja, da habe ich jetzt hier den Löwenzahn mit Weiß draufgepackt. Das Weiße, ich wollte schon immer mal mit weißer Acrylfarbe auf dunkel machen. Deswegen habe ich hier mit einem, das ist ein Tiefkühlstift, der hält aber trotzdem, wenn man das anbügelt, fange ich jetzt hier an, diesen Holunder. Ich habe mir was Weißes gesucht, hier drauf zu zeichnen. Erst mit Schwarz und dann mit der weißen Farbe. Musst du die Käfer aber auch machen. Genau, und hier ist auch noch was, was wir gemacht haben. Das ist erstmal nur ein T-Shirt. Da kann man sich dann den Beutel draus machen. Das ist jetzt auch eine Wiesenpflanze, ein Gundermann. Und der ist mit weißer Acrylfarbe versehen und Acrylfarbe. Das wisst ihr aus dem Kunstunterricht, hält super gut auf Klamotten. Ja. Und diesmal soll sie erhalten. Genau. Genau. So, das waren unsere letzte Idee für ein Do-It-Yourself-Ding. Alte T-Shirts zu verwenden. Frau Lützer. Frau Lützer. Frau Lützer. Und Frau Röder grüßen euch zum Varieté-Abend. Und wir sehen uns zum Glück bald wieder in der Schule. Ciao, ciao. Tschüss. Nun nähert sich der Abend bereits dem Ende. Aber wir haben noch 2 weitere tolle Acts vor uns. Als nächstes kommt ein Stück aus der Musikfachschaft von Herrn Schumann und Herrn Zöllner. Viel Spaß. So. Mit Ansage? Natürlich. Es folgt ein altes Macho-Lied aus alter Zeit.
3, 4. Liebe ist kein Problem, ich find sie herrlich und angenehm, wenn eine hübscheste Ziege küsst, sehen sie, wie einfach es ist. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen, und schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück, das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick. Das liebt man an mir. Ich lach sie an und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Blut, dann ist mir jeder so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen, und schon ist sie hin. Ich lach sie an und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Not, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu hauen. So, bevor wir jetzt zu unserem allerletzten Act kommen in dieser Reihe der digitalen Varieté-Abende, möchte ich einmal einen Dank aussprechen im Namen der SV an alle Schüler und an alle Lehrer, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Denn vielleicht konnten wir die letzten Wochen für einige ein bisschen schöner machen und dann hätte sich das Ganze ja auch schon gelohnt. Ich möchte des Weiteren noch auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen, denn wir haben schon in vergangenen Varieté-Abenden an eine Partnerschule in Kenia gespendet, die St. Augustin-Schule, und die ist momentan auch während der Corona-Krise geschlossen, wie eigentlich alle Schulen in ganz Nairobi, und die haben ziemlich viele Probleme, ihre Lehrer zu bezahlen, und für viele Schüler gab es in der Schule die einzige sichere Mahlzeit. Und wir haben uns gedacht, es könnte auf jeden Fall nicht schaden, diese Schule in dieser schweren Zeit ein bisschen zu unterstützen. Und so wollen wir aus Rücklagen aus einem alten Varieté-Abend noch über 500 Euro an die Schule spenden. Und es wäre auch schön, wenn einige von Ihnen oder von euch noch ein bisschen was an diese Schule spenden. Dafür könnt ihr entweder direkt an den Förderverein spenden, die leiten dann das Geld weiter, oder ihr könnt an einen PayPal-Account spenden, der bei uns von der SV eingerichtet wurde. Genau. Kommen wir jetzt aber zu unserem allerletzten Act, und zwar gibt es noch zwei Stücke von Laurens und Helene. Viel Spaß und einen schönen Abend euch noch. So, wir spielen jetzt zwei Lieder von Fanny van Dannen, ein guter deutscher Liedermacher, den wir beide lustig finden. Mal schauen, ob er es auch lustig findet. Go for it, Helene. Du musst noch den Titel sagen. Achso, Hiltrud heißt das erste Stück. Okay. Den zweiten Titel sagen wir aber nicht. Ja. Okay. Gut. Hier kommt Hiltrud. Ich weiß genau, wen ich liebe, aber soll ich zu meinen Gefühlen stehen? Sagen, ich will mit dir gehen, Hiltrud.
Ich weiß genau, wen ich liebe, aber wirst du mit mir durch den Regen gehen? Werden wir die Sonne sehen? Hiltrud, Hiltrud, sie ist die Mutter meiner Verlobten und oft schaut sie mich an. Dann bin ich für sie nicht der Schwiegersohn, dann weiß ich, sie sieht den Mann. Wenn sie in meiner Nähe ist, kommt es mir vor wie Magie. Es ging hart, aber bei meiner Verlobten war es so noch nie. Ich weiß genau, wen ich liebe, aber soll ich zu meinen Gefühlen stehen? Sagen, ich will mit dir gehen, Hiltrud, Hiltrud. Ich weiß genau, wen ich liebe, aber wirst du mit mir durch den Regen gehen? Werden wir die Sonne sehen? Hiltrud, Hiltrud. Sie ist jetzt 64, ich gehe auf die 40 zu. Und es ist ja nicht mehr wie früher, früher war das Tabu. Aber was werden unsere Freunde sagen? Werden sie es akzeptieren? Oder werden wir unser soziales Umfeld auf einen Schlag verlieren? Ihre Rente ist immerhin sicher. Und mein Job, ach Gott, da hänge ich nicht dran. Vielleicht fangen wir irgendwo im Süden ganz von vorne an. Also Hiltrud, ich frag dich jetzt, willst du mit mir gehen? Hiltrud, du sprichst zu leise, die Zuschauer können dich nicht verstehen. Ich weiß genau, wen ich liebe, aber soll ich zu meinen Gefühlen stehen? Sagen, ich will mit dir gehen, Hiltrud, Hiltrud. Ich weiß genau, wen ich liebe, aber wirst du mit mir durch den Regen gehen? Werden wir die Sonne sehen? Hiltrud, Hiltrud. Teil 2 von Helene und Lauren singen zusammen. Diesmal verraten wir aber den Titel nicht. Oder? Nee. Okay. Dann bitte. Ich saß in sehr vergnügt vor einer Kneipe unter Bäumen, als aus einem Nebenhaus ein Pärchen stürmte. Sie weinte und sie hielt ihn fest und er versuchte sich loszureißen und er schrie, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, 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 Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Wir waren alle voll schockiert, wir sahen uns an, ich dachte, Mensch, wie komm, ob die nochmal zusammenfinden. Und ich stellte mir vor, das hätte mir jemand gesagt, mein Gott, wie ekelhaft, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, 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 Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, 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 Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Er riss sich los und rannte weg, sie hinterher. Wir tranken aus und gingen, aber dieser Satz blieb hängen. Jetzt denke ich fast immer bei Problemen im Zusammenhang mit Liebe. Geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, 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 Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Und jetzt alle. Herzscheiße, 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 Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße.
Scheiße, Herz Scheiße, Herz Scheiße. Ja, er sagt, ihr geh weg mit deiner Herz Scheiße. Das war Herzscheiße von Fanny Van Damme.